Ja, ich hoffe, dass ich in der Kürze der Zeit die Idee rüberbringe. Darf mich vielleicht am Anfang kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus Brandt, bin der Geschäftsführer und Gründer der Firma GI Geoinformatik mit Sitz in Augsburg. Wir befassen uns seit 20 Jahren mit GIS-Systemen, Daten, großen, komplexen Strukturen, landesweiten Projekten. Und heute wollen wir im Rahmen des Innovations Awards eine ganz kleine, schlanke Anwendung zeigen. Nachdem ich die ersten Vorträge hier gesehen habe, bin ich auch froh, dass wir mit etwas ganz Kleinem kommen, weil mit großen Sachen könnten wir jetzt im Vergleich nicht mehr auftreten. Das war alles sehr groß. Ich zeige heute den Ansatz einer App-Technologie an einem ganz frisch entwickelten, kleinen, schlanken Beispiel. Vielleicht, um die Idee rüberzubringen, wie kann ich Daten aus den verschiedensten Servern oder Fachabteilungen mit einfacher neuer Technologie auch zu dem Bürger bringen, den es eigentlich interessieren sollte. Wir versuchen das hier gleich mal live. Einstieg ist eigentlich ein Stadtplan, das war der Beginn des Projekts. Wir haben mehrere Städte, die sagen, ich möchte meinen amtlichen Stadtplan selber erstellen. Ich möchte weder Google aus verschiedensten Gründen noch Verlagsstadtpläne, sondern ich habe eine eigene Vermessungs- und Geoinformationsabteilung und möchte drum auch einen eigenen Stadtplan, die Aktualität selber beeinflussen und einen geodatenbankbasierten Stadtplan, also keinen kartografischen, sondern wirklich die Datenablage in Geodatenbanken mit all den Möglichkeiten der Nutzung der Geobasisdaten, die bereits vorhanden sind, der Skalierung, wenn man rein vergrößert, mit vielen Automatismen und mit eben wie gesagt dem Hauptaspekt, dass diese Städte die Inhalte selbst bestimmen können. Der Stadtplan wirkt jetzt ja ein bisschen antiquiert, muss man fast schon sagen, ein klassisch kartografisches Produkt, ist aber immer noch eine Möglichkeit, um visuell sehr ansprechend sich zu orientieren, Straßen zu suchen, entsprechend auch zu finden, welches Gebiet einen interessiert. Und die erste fachliche Anwendung, die dann geäußert wurde, war eben die, dass man die Bebauungspläne, die Bebauungsplanauskunft auch auf der Basis dieser Stadtpläne möchte, weil diese klassischen Kataster eben oft sehr schwierig sind von der Darstellung oder von dem Finden von Straßen oder Flurstücken einfach durch ihre Art des der Datenstrukturen. Wir haben damit oben das, fangen wir vielleicht mal an, die Adresssuche, die ist noch klassisch auf Stadtplanebene. Hier ist es so voreingestellt aus den amtlichen Geobasisdaten der Landesvermessung, dass hier wirklich nur die Straßen der jeweiligen Stadt voreingestellt sind. Und mit jeder Aktualisierung der Basisdaten sich das eben dynamisch anpasst. Genauso ist es mit den Hausnummern. Ausgewählt sind wirklich nur die Hauskoordinaten, die eben auch vorhanden sind. Mit diesen einfachen Suchwerkzeugen, eben alles App-Technologie basiert, komme ich dann dahin, wo ich hin will und kann mir dann den gültigen Bebauungsplan abrufen. In der Praxis sollte das natürlich so sein, dass ich mich draußen live auf einem Flurstück bewege. Wir haben es jetzt bloß zu Demo-Zwecken so eingerichtet, dass man die Suche eben auch absetzen kann. Das heißt, ich stehe auf dem Grundstück X und möchte hier wissen, wie sieht der aktuell gültige Bebauungsplan aus. Und das Ganze, wenn wir uns hier anschauen, wird dann bereitgestellt. Ich muss mich nicht darum kümmern, ist es der aktuellste Plan, was ist drin? Es wird ein PDF bereits vorbereitet für dieses Grundstück, das man sich dann auf sein mobiles Device herunterladen kann. Ursprünglich war es verwaltungsintern gedacht, man ist aber eigentlich dann schnell so weit gekommen und hat gesagt, bevor die Bürger hier aufs Amt kommen müssen, um die Bebauungspläne einzusehen, öffnen wir diese App und diesen Dienst einfach für jeden, der sich für Grundstücke interessiert. Es kommt aus einem Service-Gedanken zu sagen, wenn hier ein Investor ist oder ein Architekt oder ein Eigentümer, dass er mit wenig Aufwand diese aktuell gültigen Bebauungspläne sich anschauen kann und downloaden kann. Hier sehen wir den Bebauungsplan. Der Auszug jetzt, man sieht es an der anderen Optik, aus den Flurkarten mit den Flurstücksgrenzen, mit den Gebäudegrenzen. Und oben der ganze Textblock kommt jetzt wieder aus einer Datenbank, BEC Bauamt, das ist die klassische Datenbank, die bei dieser Stadt im Einsatz ist und in dieser Datenbank werden alle bauamtsrelevanten Daten gehalten.
Die werden hier zusammengeswitcht mit der kartografischen Darstellung, oben der Datenbankeintrag, der Stadtplan vielleicht noch zu dem Thema verteilte Geodaten, der läuft auf einem ArcGIS-Server, der wiederum von einem externen Rechenzentrum gehostet wird, weil die Gemeinde sich nicht um die Installation kümmern wollte. Und so sehen wir hier schon ein, sag mal, kleines, einfaches Beispiel, um Fachdaten mit App-Technologie zum Bürger zu bringen, mit dem Charme, dass die mobilen Geräte beliebig ausgewählt werden können. Wir haben jetzt mal angefangen wir haben geschwankt noch zwischen den, welchen Betriebssystemen fangen wir an. iOS ist natürlich sehr verbreitet. Haben hier jetzt aber eine Anwendung, in welcher Android-Version sind wir hier? Ich glaube noch 2.6 geht aber auch, ist aufwärtskompatibel bis zur aktuellsten Android-Version. Und als Ergänzung zu diesem Gedanken, einfacher Zugriff des Bürgers auf amtliche Fachdaten, kam dann noch von zwei Studenten, die hier an dem Projekt mitentwickelt haben, die Idee dazu, ich will jetzt auch meine Umgebung sehen, wenn ich mich für ein Grundstück oder Gebäude interessiere, dann möchte ich auch sehen, wie ist denn hier außenrum die Infrastruktur. Und da haben sie einen sehr schönen Lösungsweg gefunden. Unten die letzte Suchmöglichkeit, die Einrichtungssuche. Hier hat man Daten aus OpenStreetMap so vorbereitet, dass sie thematisch abgelegt werden. Vielleicht schauen wir mal in die Themen rein. Also das sind wirklich die Dinge, für die ich mich dann auch interessiere in der Umgebung. Gastronomie, Freizeit, Erholung, ÖPNV. Die sind in sehr aktueller Form in den OpenStreetMap-Daten vorhanden. Was wir machen, ist lediglich, wir ziehen die runter, schaffen nochmal eine Ebene, wo man die inhaltlich kontrollieren kann als Stadt oder Kommune und schauen kann, ob das zusammenpasst wegen doppelter Datenhaltung oder Aktualität. Und dann kann ich mir die mit einer Umgebungsabfrage ansehen und habe eben hier auch das Thema um Attraktivität der Umgebung. Wie sieht es hier außenrum aus, ÖPNV, Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Das sind die klassischen Symbole jetzt der ÖPNV-Haltestellen und wenn man drauf tippt, sieht man noch die entsprechenden Linien. Hochaktuell durch OpenStreetMap-Daten, Daten, die frei verfügbar sind. Man könnte hier auch andere Dienste einbinden. Esri arbeitet sehr stark mit ArcGIS Online, noch in Richtung geografische Fachdaten. Also die App ist hier sehr flexibel und sollte einfach zeigen, wie man mit einem kleinen, schlanken Instrument Daten von vielen verschiedenen Quellen in hoher Aktualität auf modernsten Endgeräten abrufen und bedienen kann. Nutze damit eben auch alle Vorteile im Vergleich zu einer GIS, zu einer mobilen GIS-Anwendung, dass ich auch jeden Anwender sofort dazu bringe, diese Daten nutzen zu können. Und das, denke ich, ist auch der Innovationsgehalt dahinter, dass wir diese vielen, vielen Fachdaten mit einfachen Apps, mit ganz kleinen Fragestellungen heben können, finden können und zum Bürger bringen können, den das eigentlich interessiert und für den das ja auch oft eigentlich gemacht wird. Kleines Beispiel nach den großen, aber vielleicht auch sein Charme.